In der modernen israelischen Geschichte spielt Golda Meir die weibliche Hauptrolle. Ihre Unterschrift steht auf der Unabhängigkeitserklärung des Landes. Wegen ihrer Hartnäckigkeit und ihrer langen politischen Karriere erhielt sie den Spitznamen die Eiserne Lady. Der Spitzname war richtig. Wenn es um die Interessen Israels ging, konnte sie kaum Kompromisse eingehen. Der junge Staat brauchte eine starke Hand und Golda Meir hat sie ihm gegeben. Als überzeugte Zionistin reiste sie im Alter von 23 Jahren von den USA nach Palästina mit dem Ziel, dort das gelobte Land wiederzubeleben. Fast 30 Jahre später weinte Meir vor Glück, als sie das Dokument zur Gründung des Staates Israel in ihrem historischen Heimatland unterzeichnete. Wie wurde ein hungerndes Mädchen aus Kiew aus einer armen jüdischen Familie zur Mutter eines ganzen Landes? Wie hat Golda Meir das erreicht, wovon sie als Teenager träumte? Golda Meir, geborene Mabowitsch, wurde am 3. Mai 1898 in Kiew, damals Teil des Russischen Reiches, geboren. Die Familie war arm. Ihr Vater, Moishe Mabowitsch, war Tischler und ihre Mutter, Bluma Mabowitsch, arbeitete als Krankenschwester. Von den 8 Kindern überlebten nur 3 Mädchen. Die älteste, Shaina, die mittlere, Golda, und die jüngste, Clara, die ursprünglich Zipka genannt wurde. Obwohl der Vater der Familie ein begabter Tischler war und oft große Aufträge erhielt, gelang es den Mabowitsch nicht reich zu werden. Vielleicht, weil Moishe ein sanftmütiger Mann war und nicht wusste, wie man pünktliche Zahlungen einfordert. Die Kunden nutzten dies aus und zahlten oft verspätet oder gar nicht. Die Familie wohnte in einem alten zweistöckigen Haus in der Bassejnaja-Straße in Kiew, in der Nähe des belebten Marktplatzes. Ich weiß noch, wie arm wir waren. Wir hatten nie etwas in ausreichender Menge. Kein Essen, keine warme Kleidung, kein Brennholz. Mir war immer ein bisschen kalt und mein Magen war immer leer, erinnerte sich Golda Meir viele Jahre später. Ihre Eltern waren vom Charakter her sehr unterschiedlich. Der Vater war schlank, mit feinen Gesichtszügen, weich. Ihre Mutter war energisch, rothaarig und hartnäckig. Aber eines hatten sie gemeinsam, den unerschöpflichen Optimismus, mit dem sie ihr Leben angingen. Trotz ihrer Armut versuchten die Mabowitschs fröhlich zu leben. Für den Rest ihres Lebens erinnerte sich Golda Meir an Familientreffen im Haus ihrer Eltern, inmitten ihrer zahlreichen Verwandten. Sie brachten zu Tisch, was sie konnten, tranken Tee und sangen Lieder. Im September 1941, im berüchtigten Babijar, kam der große Teil von Golda Meirs Familie aus Kiew durch die Hand der Nazis ums Leben. Vielleicht hätten die Mabowitschs das gleiche Schicksal gehabt, wenn sie Kiew nicht lange vor dem Krieg verlassen hätten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es in der Stadt zu Anschlägen auf die Juden. Es wurde gefährlich, sich dort aufzuhalten. Als er erkannte, dass sich die Situation in Zukunft nicht verbessern würde, zog Moishe Mabowitsch 1903 in die USA und 3 Jahre später, nachdem er sich an einem neuen Ort niedergelassen hatte, holte er seine Frau und seine Töchter nach. Die Familie ließ sich in Milwaukee, Wisconsin nieder. Moishe erhielt mehrere Großaufträge und eröffnete sogar seine eigene Werkstatt, ging aber pleite. Bluma hatte ein kleines Geschäft in der Nähe ihres Hauses. Der amerikanische Traum war den Mabowitschs offensichtlich nicht vorbestimmt. Sie lebten immer noch sehr einfach und bescheiden. Golda Meir war damals 8 Jahre alt und widmete sich mit ganzer Leidenschaft ihrem Studium. Sie beherrschte schnell die englische Sprache und beteiligte sich, da sie sich ihrer eigenen Armut und sozialen Schwäche bewusst war, an der Öffentlichkeitsarbeit. In der 4. Klasse gründete sie zusammen mit einer Freundin die American Young Sisters Society. Die Schülerinnen beschlossen, Geld für Schulbücher für unterprivilegierte Kinder zu sammeln. Goldas einfühlsame Reden beeindruckten die Erwachsenen so sehr, dass das Geld schnell zusammenkam. Die Lokalzeitung veröffentlichte ein Bild der jungen Aktivistin Golda Meir, die zum ersten Mal in der Presse erschien. Im Jahr 1912 schloss sie die Hauptschule ab und wollte ihre Ausbildung fortsetzen, doch ihre Eltern waren dagegen. Zu diesem Zeitpunkt war sie 14 Jahre alt. Ihr Vater und ihre Mutter waren bereits auf der Suche nach einem Ehemann für sie, da sie der Meinung waren, dass jede anständige Jüdin mit 14 Jahren schon an eine Heirat denken sollte und dass eine Grundschulausbildung ausreichen würde. Golda war damit nicht einverstanden.
Sie sparte Geld, indem sie Neueinwanderern für 10 Cent pro Stunde Englischunterricht gab und ließ ihren Eltern einen Zettel da, auf dem stand, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. So lief sie praktisch von zu Hause nach Denver weg. Shanes ältere Schwester lebte dort mit ihrem Mann und ihrer Tochter Judith. Junge Zionisten besuchten ihre Schwester und ihren Mann häufig. Es wurde von der Wiedergeburt des jüdischen Staates gesprochen. Hier ließ sich Golda Meir von Ideen des Zionismus anstecken und gab ihr Versprechen, eines Tages nach Palästina auszuwandern und zu den ersten Gründern Israels zu gehören. Und das tat sie auch. Ihre Schwester wurde unter anderem von einem ruhigen jungen Mann besucht, Morris Merson, einem wortkargen 21-jährigen Einwanderer aus Litauen, der sich für Literatur, Philosophie und Malerei interessiert. Einige Zeit später erklärten Golda und Morris ihre Liebe zueinander. Golda versprach ihnen, unter zwei Bedingungen zu heiraten. Sie würde ihre Ausbildung abschließen und eines Tages würden sie gemeinsam nach Palästina gehen. Morris war nicht so begeistert vom Zionismus wie Golda, doch die Liebe zu ihr war größer und so stimmte er zu. Die Hochzeit fand jedoch nicht sofort statt. Ein Jahr später schickt Moishe Mabovich seiner Tochter einen Brief, in dem er ihr mitteilt, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist und dass nur eine Rückkehr nach Hause ihre Gesundheit verbessern kann. Golda kehrt nach Milwaukee zurück, wohin später auch Morris umziehen will. Ihre Eltern, die von der Entschlossenheit ihrer Tochter überzeugt sind, stellen sich nicht mehr gegen ihren Wunsch zu studieren. In Milwaukee macht sie ihren Highschool-Abschluss und geht auf das örtliche Lehrerseminar. Seit sie 8 Jahre alt ist, träumt sie davon, Lehrerin zu werden. Am 24. Dezember 1917 heirateten Golda und Morris und sparten jahrelang hart für die Auswanderung. Der Plan wurde 4 Jahre später, im Jahr 1921, verwirklicht. Die Mersons, Goldas Schwester und ihre beiden Kinder gingen an Bord des Dampfers Pocahontas und überquerten den Atlantik in Richtung Palästina, das damals britisches Mandatsgebiet war. Die Reise war lang und schwierig. Während der 2-monatigen Reise ging das Schiff in einem festen Sturm fast unter. Es herrschte ein Mangel an Lebensmitteln und Wasser und die Mannschaft rebellierte gegen den Kapitän. Doch alles hatte ein gutes Ende. Am 14. Juli gingen die Mersons und 3 Dutzend andere zionistische Enthusiasten in der Stadt Tel Aviv an Land, die im Sand von Palästina versunken war. Mehr als ein Drittel dieser Männer kehrte dann in die USA zurück, da sie die harten Lebensbedingungen der Siedler nicht ertragen konnten. Ein wenig historischen Kontext. Für die Juden in aller Welt begann sich 1917 mit Unterstützung Großbritanniens die Chance auf einen Staat Israel in ihrer historischen Heimat zu gründen. Großbritannien veröffentlicht die Balfour-Erklärung, in der es seine Unterstützung für die Wiederherstellung der jüdischen Heimstätte in Palästina ankündigt. Einige Wochen später rückten britische Truppen in Jerusalem ein und übernahmen die Kontrolle über das Gebiet. Daraufhin strömten begeisterte Juden aus aller Welt nach Palästina und träumten von einem eigenen Staat. Obwohl bis zur Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1948 noch fast 30 Jahre vergingen, füllte sich das Gebiet allmählich mit Idealisten, die sich langsam aber sicher an dem neuen Ort niederließen und den Boden für den neuen Staat bereiteten. Zu ihnen gehörten ab 1921 auch die Mersons. Sie begannen in einem Kibbutz zu leben, der landwirtschaftlichen Gemeinde Merhavia im Israeltal. Zunächst wurde das Paar mit dem Argument nicht aufgenommen, dass der Kibbutz nicht für Paare geeignet sei. Die Mersons überredeten die Leitung, sie für eine Probezeit aufzunehmen, woraufhin sie Vollmitglieder des Kibbutz wurden. Dort wurde alles geteilt, das Land, die Maschinen, die Ernten. Golda Meir erinnerte sich später an die Jahre im Kibbutz als die glücklichsten ihres Lebens. Keine Gärten, keine Wiesen, keine Blumen, nichts dergleichen, beschrieb sie die karge Vegetation des Tals. Aber das hielt sie nicht davon ab, Mandeln zu pflücken und sich glücklich zu fühlen. Das Gleiche kann man von Morris nicht sagen. Er, ein kultivierter Intellektueller mit feinem Kunstgeschmack, war ursprünglich nicht darauf bedacht, nach Palästina zu gehen, geschweige denn das Land zu bestellen. Außerdem war er von Gesundheit nicht so stark und erkrankte einige Zeit später an Malaria. Im Jahr 1924 verließ das Paar Morris wegen Gesundheitsproblemen des Ehemanns den Kibbutz und zog nach Jerusalem. Dort fand das Familienoberhaupt eine Stelle als Buchhalter. Das Einkommen war bescheiden. Sie lebten in einem kleinen Zweizimmerhaus ohne Strom und kochten auf einem Primus in der Scheune. Golda hat die Wäsche für Geld gewaschen. Am 23. November 1924 bekamen sie ihr erstes Kind, einen Sohn namens Menachem und 2 Jahre später die Tochter Sarah. Doch die Rolle als Ehefrau und Mutter reichte ihr nicht aus. 1928 kehrte sie ins öffentliche Leben zurück und leitete die Frauenabteilung des Allgemeinen Arbeiterverbandes. Golda wusste, dass Morris ihre Entscheidung nicht akzeptieren würde, aber sie nahm die Leitung trotzdem an.
Im Rahmen dieser Tätigkeit entwickelte sie ein Programm zur Ausbildung von Frauen, die das karge Land in Palästina bearbeiten sollten, und richtete eine Art Kinderkrippe für die Kinder der Arbeiter ein, damit die Frauen arbeiten konnten. Für ihre Arbeit reiste Golda oft ins Ausland, in die USA, nach Europa. Die Kinder blieben während dieser Zeit bei ihrem Mann. Die Beziehung zwischen den Eheleuten wurde kühl. In den 1930er Jahren trennten sie sich schließlich, aber die Scheidung wurde nicht formalisiert. Nach Morris wurden Golda Affären mit mehreren prominenten israelischen Staatsmännern nachgesagt, aber sie heiratete nicht wieder. Maurice Merson starb 1951. Golda fühlte sich ihr ganzes Leben lang schuldig, weil sie ihm nicht die Frau sein konnte, die er sich erträumt und verdient hatte. Es war nicht so, dass Morris mich nicht verstanden hätte. Im Gegenteil, er hat mich zu gut verstanden. Die andere Sache ist, dass er mich nicht ändern konnte, schrieb sie in ihrem autobiografischen Buch Mein Leben. Die Sorge um den Staat stand für sie immer an erster Stelle. In den seltenen Fällen, in denen ich wegen einer Migräne zu Hause blieb und nicht zur Arbeit ging, tanzten die Kinder vor Freude herum und sangen. Unsere Mutter ist heute zu Hause. Sie hat Kopfschmerzen. Das Lied tat ihr nicht im Kopf weh, aber im Herzen, beschrieb mir ihr ihre Versuche, Mutterschaft und gemeinnützige Arbeit zu verbinden. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs agierte Golda Meir als Vermittlerin zwischen den Briten und der jüdischen Bevölkerung in Palästina. Mehr als 6 Millionen Juden starben während des Krieges im Holocaust, was die Spannungen zwischen Großbritannien und der jüdischen Widerstandsarmee zur Verteidigung des jüdischen Volkes verstärkte. Daraufhin wandten sich die Briten an die UN um Hilfe. Im August 1947 prüfte ein UN-Sonderausschuss den Antrag und empfahl Großbritannien, seine Präsenz in Palästina zu beenden und das Land in einen arabischen und einen jüdischen Staat aufzuteilen. Die Resolution wurde von einer Mehrheit der UN-Mitglieder angenommen. Die Arabische Liga eröffnete einen Widerstand. In der Überzeugung, dass ein Krieg zwischen Arabern und Juden unmittelbar bevorstand, schickten die politischen Führungskräfte des künftigen Israel Golda Meir in die USA, um Geld für die Verteidigung zu sammeln. Nach einer 6-wöchigen Reise durch Amerika brachte Golda 50 Millionen Dollar zurück. Am 14. Mai 1948 endete die britische Kontrolle über Palästina und das israelische Volk mit den 38 Gründungsvätern verfasste und unterzeichnete die Unabhängigkeitserklärung Israels. Das Dokument wurde vom ersten Premierminister des Landes, David Ben-Gurion, vorgelesen. Golda Meir gehörte zu den Unterzeichnern der Erklärung. Der Staat Israel. Meine Augen füllten sich mit Tränen, meine Hände zitterten. Das ist uns gelungen. Wir haben den jüdischen Staat Wirklichkeit werden lassen. Und ich, Golda Marbovich Merson, habe diesen Tag noch miterlebt. Das lange Exil war vorbei, erinnerte sich Golda später an den Tag der Unabhängigkeit des Landes. Schon am nächsten Tag wurde Israel von den Vereinten Armeen Ägyptens, Syriens, des Libanon, Jordaniens und des Irak angegriffen. 2 Wochen später wurde der Konflikt nach dem Eingreifen der UNO zugunsten des jüdischen Staates beendet. Eines der ersten Länder, das die Unabhängigkeit Israels de jure anerkannte, war die UdSSR, die sich auch bereit erklärte, das jüdische Volk mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Einige Jahre später verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Israel und der UdSSR bis hin zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Der neue Staat fühlte sich mit der Idee des Sowjetkommunismus nicht wohl und auch die Finanzströme aus den Vereinigten Staaten hatten ihre Arbeit getan. Doch als das Eisen der sowjetisch-israelischen Freundschaft noch heiß war, wurde Golda Meir als israelische Botschafterin nach Moskau geschickt, um sie zu schmieden. Dort entwickelte sie im Juni 1948 einen starken jüdischen Aktivismus. Sie nahm an der Eröffnung einer Synagoge teil, zu der ein großer Teil der jüdischen Diaspora kam. Sie war häufig bei Empfängen im Kreml. Bei einem dieser Treffen sagte Polina Shemtschushina, die Frau von Vladislav Molotow, zu Meir auf Jiddisch: "Ich bin eine jüdische Tochter." Und dann verschwand sie mit Meir in einem der Büros des Kremls. Diese Freiheit hätte Shemtschushina fast das Leben gekostet. Nach ihrer übermäßigen Offenheit gegenüber dem israelischen Botschafter wurde die Frau von Molotow der kriminellen Zusammenarbeit mit jüdischen Nationalisten beschuldigt, aus der Partei ausgeschlossen, verhaftet und ins Exil geschickt. Meir blieb bis März 1949 als Botschafter in Moskau. Als sich die Beziehungen zwischen der UdSSR und Israel abzukühlen begann, kehrte Golda nach Hause zurück und arbeitete weiter im israelischen Staatsapparat. Im Jahr 1949 wurde sie zur Ministerin für Arbeit und soziale Sicherheit ernannt. Sie blieb bis 1956 in diesem Amt und schloss in dieser Zeit 2 ehrgeizige Projekte ab: den Massenbau von Sozialwohnungen und den Bau eines Straßennetzes, das nach der Ministerin Golden benannt wurde. Es ist bemerkenswert, dass Golda selbst, während sie den Bau von Tausenden von Quadratmetern Wohnfläche beaufsichtigte, in einer kleinen Wohnung im Dachgeschoss lebte und dies als völlig normal betrachtete. Die Mutter Israels war im Alltag im Allgemeinen bescheiden.
Auf Auslandsreisen überraschte sie die Hotelzimmermädchen immer wieder damit, dass sie ihre Wäsche selbst wusch, ihre Schuhe selbst putzte und im Allgemeinen keinen Komfort verlangte, der ihrer gehobenen Stellung entsprach. Von 1956 bis 1966 war Golda Meir Außenministerin. Sie hat es immer verstanden, wie man Verbindungen schafft, überzeugt und Verbündete findet. Als Außenministerin baute sie die Zusammenarbeit mit den unabhängigen Staaten Afrikas auf und stärkte die Beziehungen zu den USA und Europa. Sie unterschied sich durch ihre lockere Art, ihren Charakter als herzliche Großmutter und ihre Fähigkeit, hochrangige Leute in einer Schürze in ihrer Küche zu empfangen. Als Golda Meerson das Amt der Außenministerin übernahm, änderte sie auf Wunsch des Staatschefs David Ben-Gurion ihren Nachnamen in Meir. Seiner Meinung nach brauchte der Leiter des diplomatischen Büros einen Nachnamen auf Hebräisch. Meir bedeutet auf Hebräisch die, die Licht ausstrahlt. 1966, nach ihrem Rücktritt als Außenministerin, wollte Golda ihre politische Karriere endgültig beenden. Enkelkinder großziehen, kochen, ihre Memoiren schreiben. Doch einige Zeit später kamen Umstände dazwischen, auf die sie keinen Einfluss hatte. 1969 stirbt der Premierminister Levi Eshkol unerwartet. Das Land braucht einen neuen Steuermann, einen erfahrenen Politiker mit guten internationalen Verbindungen, der die laufenden Regierungsprojekte schnell aufgreifen und neue in Gang setzen kann. Golda Meir kehrt in die Politik zurück und übernimmt das Amt des Premierministers. Sie wird die erste Premierministerin Israels und die dritte weltweit nach Indira Gandhi in Indien und Sirimavo Bandaranaike in Ceylon. Und während Meir gezwungen war, in Zeiten ständiger arabisch-israelischer Kriege enorme Summen für die Landesverteidigung auszugeben, gelang es ihr, die Steuern für die Armen zu senken und Sozialwohnungen in großem Umfang zu bauen. Sie wiederholte gerne: Der Frieden im Nahen Osten wird kommen, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie die Juden hassen. Im August 1972 geschah das Schlimmste. Während der Olympischen Spiele in München nahmen Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September 12 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft als Geiseln und erschossen sie anschließend. Die Tragödie schockierte die ganze Welt und forderte von Israel strenge Maßnahmen. Golda Meir handelte sofort. Mit ihrer Zustimmung leitete der israelische Geheimdienst Mossad eine Operation mit dem Codenamen Der Zorn Gottes ein, um die beteiligten palästinensischen Kämpfer zu eliminieren. In den folgenden Monaten hat der Mossad die Terroristen des Schwarzen Septembers, die sich größtenteils außerhalb Palästinas versteckt hatten, aufgespürt und methodisch eliminiert. Der Spruch, den Golda Meir nach dem Terroranschlag auf die Olympischen Spiele gegenüber dem Mossad-Chef geäußert haben soll, ist in die Geschichte eingegangen. Send in the boys. Der Premierminister gab also grünes Licht für die Operation Zorn Gottes. Damit war der Weg für einen neuen arabisch-israelischen Krieg frei, der als Krieg des jüngsten Gerichts bekannt wurde. Der Angriff des arabischen Blocks kam für die israelischen Geheimdienste völlig überraschend. Obwohl es Israel gelang, diesen Krieg in nur 16 Tagen zu gewinnen, waren die menschlichen Kosten für das Land sehr hoch. Etwa 2700 Menschen wurden getötet. In diesem Zusammenhang damit begannen in Israel Proteste, das politische Establishment spaltete sich in zwei Lager und die Politik von Golda Meir wurde heftig kritisiert. Sie wurde beschuldigt, den Krieg begonnen zu haben. Eine Sonderkommission führte eine Untersuchung durch, die Golda Meir von der Verantwortung für die Ereignisse freisprach. Die Premierministerin selbst war jedoch am Boden zerstört, fühlte sich schuldig und trat am 11. April 1974, kurz vor ihrem 76. Geburtstag, freiwillig zurück. Ihr Nachfolger war Yitzhak Rabin. Ein Jahr später veröffentlichte Golda Meir ihre Memoiren Mein Leben und starb am 8. Dezember 1978 in Jerusalem in aller Stille an einem Lymphom, das sie die letzten 15 Jahre ihres Lebens heimlich bekämpft hatte. Ich habe mir keinen Beruf ausgesucht. Ich habe mich nicht für einen Beruf entschieden. Es ist einfach passiert, schrieb Golda Meir. Sie widmete sich ganz der Geburt Israels und seinen ersten Jahren als unabhängiger Staat. Auf Kosten von Familie, Kindern und persönlichem Wohlbefinden. Golda Meir war intelligent, entschlossen, diplomatisch und mutig. Sie hatte keine Angst vor physischer Arbeit, vor dem Urteil anderer und wusste, wie sie ihren Willen durchsetzen konnte. Das Land war ihr geliebtes Kind und sie ging verdientermaßen als Mutter Israels in die Geschichte ein.